Wie ihr seht, starten wir hier nicht auf einem neuen Profil, also wir werden es gleich machen. Ich habe ja schon einige Videos auf dem Kanal und das ist es jetzt. Also ich habe hier schon Necron Armor, einen Juju und Golden Dragon. Aber ich habe irgendwann aufgehört aufzunehmen. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mit meinem guten Kollegen Defonix Iron Man von vorne zu beginnen. Ich bin psychisch krank, yay. Und das werden wir jetzt tun. So, hier sind wir. Ich habe vor, das Early Game komplett zu speedrunnen. Ja, das heißt, wir werden hier ziemlich schnell eine Progression sehen. Ich werde direkt, auch weil wir Jerry Island haben, da reingehen und da ein bisschen Geld dran farmen. Weil da kann man crazy Money machen, das ist richtig cool. Vor allem jetzt für so ein neues Profil. Das heißt, wir werden direkt auf eine Goldpickaxe gehen und dann da reingehen und erstmal ein paar Coins farmen. Und ich habe jetzt vor, zweimal in der Woche dazu auch ein Video zu machen. Also werdet ihr auf jeden Fall viel Content sehen. Hallo Jerry. Wo bist du, Frosty? Hallo, hallo. Ihr seht schon, ich habe hier drüben auch Waypoints, wo man das dann gleich farmen kann. Das ist richtig cool. Dann holen wir uns kurz ein paar Gifts, öffnen die und dann haben wir schon gut Money. Und dann können wir uns auch hier direkt den Talisman holen und alles. Also das ist richtig cool. So, aber die öffne ich jetzt mal kurz mit irgendjemandem. Warum ist ein Waypoint da unten? Ist das ein Fehler? Jawohl, let's go. Und so schnell hat man 16.000 Coins. Ein komplett neuem Profil. 2 Minuten ist der Account alt. Ja gut, das ist nicht so krasses Geld, aber ist nice to have hier. Nimm doch den noch, nimm doch den noch. Ja. Hier, nimm den noch. Hier, hier. Let's go, Combat 1, ohne jemals einen Mob getötet zu haben. Der Phonix kommt ein bisschen später heute dazu. Und Effi 5. Und was jetzt nämlich möglich ist, wir hier in die Cave rüber gehen. Mit 100 Speed fuckt das halt schon ab. Aber jetzt kann man hier die Dinger hier minen. Und da kriegt man halt dann Sachen, weil hier sind so übel viele Sachen drin. Ich werde mir gleich auch noch die Cakes essen und jetzt hier gibt es auch Green Gift und alles und da kann man so viel Money machen, das ist krass. Und wir kriegen auch direkt eine gute Armor, eine Epic. Und dann werde ich die ganzen Gifts aufheben und später mit Defonix öffnen, weil wir können uns die ja gegenseitig geben und kriegen wir Double Money. Das ist übel geil. So, 100 Speed mehr, ja, das ist deutlich besser. Dann werde ich das jetzt hier ein bisschen abfarmen. Ihr kriegt immer so Updates, was ich dann so kriege. Schade, dass ich halt kein Silk-Tatch habe, sonst hätten wir direkt auch noch Eis mitnehmen können. Ich habe einen Eisblock hier abgebaut und 4 Enchanted Eis rausgekriegt und direkt Eis Collection Level 4. Ja, cool, ja, dann haben wir eh schon genug, weil wir brauchen halt Hunted Lava Bucket für eine Raider Axe, dass wir die kurz machen können. Und dann können wir auch Goblins für Money machen, weil wir kriegen hier auch so viel raus. Hier, guck, Magical Water Bucket, das geht übel schnell. Okay, und da ist auch schon der Glacial Talisman. Sehr cool. Oha! Das zählt sogar als Ohrmalzern, weil das wie ein Ohr ist und ich habe jetzt schon ein Rockpad einfach davon gekriegt. Richtig cool. Hier ist einer so freundlich und gibt mir Gifts. Inf ist fast voll. Yo, holy. Der war echt nett. So, ich habe mittlerweile 2 Stacks White, fast 1 Stack. fast 1 Stack Green Gifts. Wenn er wüsste, wie mein anderes Iron Man aussieht. So, und zwar können wir jetzt die Geschenke gemeinsam öffnen. Ich weiß nicht, ob das auf der Island geht. Dein Inf ist ja eh frei, aber ich hau hier einfach mal... Achso, warte mal. Das ist zu nah am Spawn, komm mal ein bisschen her. Geht das nicht hier? Warte, dann party ich dich und wir machen es im Hub. Komm mal hier mit. Und wir kriegen halt dadurch auch so viel Skill-XP und Coins, das ist so crazy. Und ich habe halt noch nichts an Progress gemacht, nur diese Dinger gefarmt. Ich bin Fishing 1 geworden. Und wir kriegen hier auch eine Snowsuit-Armor, das wäre halt geil, da haben wir direkt eine gute Armor. Und flachst du noch? Ich habe 4 Stacks, Bro. Wir öffnen jetzt 300 Geschenke. Und das Gute ist, weil wir keine Godbot am Anfang haben, wir kriegen auch so Combat-XP-Boost und alles. Holy shit, Digga. Ja, das ist geisteskrank. Und das hat eine halbe Stunde gebraucht zu acquire. Holy also könnten, shit. Wenn wir beide gleichzeitig einfach nur Geschenke meinen, weißt du, wie viel Coins wir da machen können? Ja, lass machen. Ja. Lass Geschenke machen. Und übrigens sind es nur die White Gifts. Ich habe 1 Stack an Green Gifts, die sind noch viel krasser. Geil. Es gibt einen Trick, soll ich dir den zeigen? Also der wäre... Komm mal mit. Wenn du dich hier hinstellst, hier in dieses Loch rein, kann ich auf dich klicken und du musst nur am Boden rechts klicken und wir können ganz viel auf einmal öffnen. Geh mal in das Loch rein und probier mal. Kannst du das? Einfach so rechtsklick gedrückt halten.
Jetzt habe ich einen guten Engel. Holy! Digga, was? Okay, jetzt habe ich den einen Stack durch. Jetzt mache ich den nächsten. Digga, was machen wir? Ey, das ist die schnellste Progression, die man, glaube ich, jemals als neuer Ironman hatte. Foraging 3, ich habe noch niemals ein Holz abgebaut. Übrigens, Eis abbauen zählt als Ohr. Ich habe einfach Rockpad gekriegt dafür. Ich habe nur Eis abgebaut. Und nicht einen einzigen Cobblestone und schon ein Rockpad. Nice. Aber jetzt die Green Gifts werden gleich reinschallern. Die geben mir noch mehr. Okay, jetzt bin ich durch den Stack durch. Jetzt geht's zu den Greens. Ja, ich bin auch jetzt Combat 5 geworden, ohne irgendwie jemals Combat zu machen. Vor allem die North Stars werden uns richtig viel gleich bringen, das zeige ich dir. Wir können uns das beste Fishing Pad für diese Winter Island einfach schon kaufen gleich. Boah, ich habe 500.000 Coins, Foraging 6. Ey, das ist so geil. Wir haben leider kein einziges Golden Gift gekriegt, also bis jetzt. Und auch kein einziger Armor Piece, hä? Die Sache ist, wir könnten halt einfach noch mehr Gifts machen. Ich meine, wenn wir es beide gleichzeitig machen, geht's crazy schnell. Oder wir fangen halt mal das machen. Game an. Warte, ich bin Skyrock Level 3 geworden. Ich würde denken, kurz noch Gifts ranholen. Okay, jetzt habe ich noch ein Red Gift. Warte, das gebe ich dir so. Das ist ganz krass, das kostet allein 100.000. Klickt es einfach mal an, das ist unsichtbar, aber buggt nur. Ich dachte gerade. Aber ich habe, also ein Lack 6 haben wir gekriegt und ganz viel Potions. Die Potions sind ganz geil, die können wir gleich nachher usen. Aber, ey, gute Ausbeute. Und schau mal in unsere Collection, in die Mining Collection einfach. 66.000 Eis und der Rest alles noch nicht unlocked. Du hast auch eine 500.000 Coins, oder? 521.000. Digga, das ist so geisteskrank. Wir haben noch nichts auf diesem Profil gemacht. Wir haben schon fast, also wir haben gemeinsam eine Milch. Also, was du machen musst, ist dir eine FE5 Gold Pickaxe holen und dann kannst du es machen. Weil wir einfach 64 Northstars schon haben, können wir uns jetzt schon hier bei dem NPC hier das Reindeer Pad holen. Das beste Fishing Pad einfach für die Jerry Island. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall nicht so intended, dass wir das jetzt schon haben sollten. Ja, geil. Legendary Pet acquired. Holen wir jetzt noch ein Glacial-Ding ran, dann kann ich meinen Talisman upgraden. Es gibt so ein Glacial-Talisman, den ich hier gekriegt. Und ich werde am Anfang halt Mining extrem rushen, weil wir brauchen unbedingt einen Personal Compactor. Wir haben auf dem Bingo gesehen, was das für ein Problem war, wo wir das nicht hatten. Also Personal Compactor ist echt eine Sache, die sollten wir unbedingt fokussen. Okay, ich habe jetzt den letzten Glacial Fragment bekommen. Habe ich die 19, dann grade ich direkt mein Glacial Talisman. Also erstmal mache ich hier meinen Glacial Ring. Auf jeden Fall kümmere ich mich mal jetzt ein bisschen um Mining Progression. Hey, ist so geil, wir haben schon 1,1 Mill einfach in der Bank. Das ist so ein guter Start. Und es ist, glaube ich, auch der perfekte Zeitpunkt, wirklich für einen Ironman zu starten. Erstens haben wir dieses Jerry Event und zweitens haben alle gerade Bingo gespielt. Das heißt, die meisten haben gar keinen Bock, jetzt irgendwie neu anzufangen und überall ist alle Zones leer, weil niemand Early Game gerade macht. Ich würde sagen, wir machen Farming erst richtig, wenn wir einen Personal Compactor haben. Das werden wir echt am Anfang, glaube ich, grinden, einfach darauf zu gehen. Das ist gar nicht mal so schwer. Wir müssen uns auch unbedingt um Minions kümmern, weil ich meine, bei uns steht jetzt gerade einfach nur ein Cobblestone-Minion voll rum und hat keine Arbeit. Okay, ich kümmere mich jetzt darum, dass wir in die Mines of Divine, nee, was ist das für ein Ding, in die Dwarven Mines kommen. Aber dafür gehe ich erstmal kurz runter zu den Dias und mache mir eine Dia-Pickaxe und dann können wir hier Kohle, Redstone und Lapis minen. Mache ich mal kurz, ich mache hier einen kurzen Cut, weil das ist ja wirklich dumm, wie ich einfach nur die 10 Enchanted von allem farme. So Leute, also ich habe 10 von jedem Enchanted gefarmt, aber da wir auch Mining 12 brauchen und ich das noch nicht bin, habe ich mir eine Goldschaufel mit FE2 gemacht und werde jetzt noch ein bisschen Sand farmen, weil das ist so die beste Methode, um jetzt auf irgendwie Mining 12 zu kommen. Und dann können wir endlich in die Dwarven Mines. So, und da wurde auch Mining 12 erreicht und, oh nein, ich muss ganz runter und ich habe 40.000 Coins, sehr gut. Jetzt auch nicht mehr so viel bei meinen 1,1 Millionen. Aber trotzdem wäre es natürlich nicht cool, wenn wir sterben. So, hi Ryos. Nimm meine Materialien und lass mich rein. Dankeschön. Und da sind wir in der nächsten Stage angekommen. Oh Gott, ich muss hier wieder komplett hart auf dem Mountain leveln. Aber das wird auf jeden Fall was, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Das wird lange dauern.